Hey und willkommen zu einer weiteren spitzmäßigen Folge Ark Survival Evolved, wie immer mit der Spalette. Hallo! Und Leute, guckt in die Videobeschreibung, da sind wir beide wahrscheinlich verlinkt. Abonniert beide Kanäle, um keine Folge mehr zu verpassen. Und weißt du eigentlich, wie stolz ich auf dich bin? Warum? Nicht nur, dass du da die Kisten gerade kurz hingebaut hast, sondern dein Klumpi hat etwas Wunderbares erschaffen. Aber warum wird denn hier mehr über den Klumpen geredet als hier? Guckt euch das an, Leute. Wir haben die Basis ausgebaut. Schön, einfach schön. Richtig viele schöne Kisten. Hier vorne habe ich schon direkt eingerichtet. Hier kann man immer Holz und Stroh reinpacken. Ja, warte, ich guck. Ah ja. Ja, warte, mach ich gleich mal ein bisschen rein. Und dann ist alles fein. Und wollen wir da vorne mal zum Drop gehen, bevor der weg ist? Ja. Komm mit. Was ist denn? Warte. Oh, warte. Aufgabe. Genau, was? Oh, lol. Oh, ja, was denn? Den Triceratops. Beziehungsweise wollen wir den Weg dahin ebnen. Ihr habt uns ein paar Tipps in die Kommentare geschrieben mit den Narkosepfeilen. Yeah. Das soll wirklich Geilomatico sein. So, guck mal rein. Ich hole so lange ein bisschen Holz. Okay. Ein Klumpi. Ich kann es auf jeden Fall öffnen. Und ein Pinsel. Oh. Ein Mörser und Stößel. Oh ja, den brauchen wir auch. Und einen Schrank. Hä? Inventar öffnen? Warte, muss man sich beeilen, wenn man daran lootet? Ich raff das nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil der war schon ein bisschen länger. Nee, sobald man den geöffnet hat, meine ich. Ach so. So, also du willst jetzt auf jeden Fall einen Bogen craften und dann dafür diese Narkosepfeile benutzen. Hey! Hä? Folgejam Let's Play? Wieso folgt Klumpi dir? Ich weiß es nicht. Aber wie komme ich da drauf? Ey! Ja, mein erster Ritt! Ja, reit mal zu mir bitte. Warte, ich muss dein Inventar öffnen. Damit ich ihm das Holz das geben kann. Das ist so cool. Ich will auch einen, bitte. Okay. Also, wo ist das denn? Narkosemittel. 5 Narkosebeeren, 1 verdorbenes Fleisch. Okay, lerne ich. Und der Bogen. 50 Fasern, 15 Holz nur. Well? Bist du sicher, dass du das machen willst? Weil der Gramm kostet, ja, ist mir doch egal. Dann noch ein Steinfall dazu. Locker easy. Boah, Klumpi da wieder hingeschissen. Nimm es mit. Großer. Ach so, da ist der Betäubungspfeil. Narkosemittel und Steinpfeil. Ja, ich habe alles gelernt. Okay, ich kann sehr es. Gut. Hast du vergammeltes Fleisch? Nee, ich glaube nicht. Guck in dann in hier das ein Feuer? Ja, eben. Ja, wir haben richtig viel. Das ist gut. Also, Minjung, ich brauche Fasern und Holz. Was ist das denn? Oh, hier, ich hab tatsächlich. Ah. Ich leg dir mal hier. 100 Holz. Die zweite Kiste, weil die erste ist nur für Holz und Stroh. Okay. Dann lege ich hier einmal vergammeltes Fleisch. Ja, das habe ich schon. Ja, aber man kann ja nie genug haben. Das stimmt. Fasern. Ist ja auch lecker. Wie viel brauchst du? Wie viel Fasern? Ja, gib mir mal alle. Alle? Bringt das oh, was? Mann. Hä? Ah, ich kann die Farbe auftragen. Aber ich habe keine. Ja, gut, dann nicht. So, ich guck mal rein und nimm's mit. Fasern. So wenig. Okay. 124 so wenig? Nur. Junge, das ist doch voll viel. Ich kann's craften. Ach, ein Bogen. Ich habe jetzt einen Pfeil, einen Bogen und jetzt brauche ich nur noch Narkosemittel. Ja, das macht man mit diesen Narco-Berries und... Ja, aber wo? In diesem Mörser-Ding, oder was? Narco-Berries ja. Und eine andere Zutat. Ja, ich habe ja sogar einen Mörser bekommen gerade. Ja, genau. Warte mal. Oh, ich guck noch mal ganz kurz in den Kommentaren. Nee, ich mach schon. Ach, du warst ja, schon? Ja, klar. Okay, warte, hier. Dicker. Oh, da können wir das hinbauen. Da endlich. Vorne ist noch ein Drop. Deine Lücke. Ja, ich weiß. Hat einen Sinn. Okay, das machen wir gleich. Wir gehen erstmal jetzt zum Drop. So, jetzt ganz schön hin und dann alles weglooten. Der sieht aber ein bisschen krasser aus. Ob da irgendwo Dodo ist. Klumpi? Ach, Klumpi und wartet dahin. Es geht. Irgendwelche komischen... Ah, nee, okay. Es hat nur was damit zu tun, wie viel man sich rausnimmt. So, und was mache ich jetzt hier? Ach so, da packe ich jetzt Fleisch rein und Narkosebeeren. Habe ich denn Narkosebeeren? Gucken wir doch mal, dass ich finische. Nee, ich habe keine. Mist, du läufst weg, ne? Ach, Mann. Ja, verdammt. Dodo. Ich brauche Narkosebeeren. Hier, die kannst du doch sammeln. Ja, dann mach mal. Gib mal. Was soll ich denn? Junge, ich soll dir Fleisch besorgen? Ich soll dir Narco-Berries besorgen? Ja. Wie wär's, wenn du Pascha mal guckst, dass er selber was auf die Reihe kriegt? Oh, da ist ein Vieh. Ein. Was ist das für ein Dino? Was bist du? Ist was der rot? Was bist du? Ja. Ja, den habe ich gerade gehauen und er ist da Ach so, ja, der rennt gerade weg. Muss doch irgendwo ein kleiner, niedlicher Dodo sein. Was hast du denn mit dem süßen Dodo vor? Lass den noch in Ruhe. Auf dem Rückweg könntest du vielleicht mal ein paar Beeren sammeln. Die Narco-Berries lege ich dir in die dritte Kiste. Ja, mach das. Dann packe ich das jetzt mal da rein, das vergammelte Pflusch. Ja, und die Nacho-Beeren. Genau, hier rein und dann das da rein. Und was genau passiert jetzt damit? Mache ich hier neue Ordner oder was? Medikamente. Bringt das was? Nee. Wie crafte ich denn jetzt das, was ich will? Ah, okay. 4x herstellen. Cool. Jetzt mörsert er da von alleine, wie auch immer das funktioniert.
und ich bekomme ein paar saftige Sachen. Kriege ich ein bisschen Fleisch, bitte? Bitte sehr. Fleisch ist hier drin. Ich bin fast am Sterben. Oh, Feuerlöschnups, sorry. Das machen wir jedes Mal. Okay, kurz was essen und dann mal gucken, was hier abgeht. Ja, 4 Stück habe ich. Sehr gut. Dann hier nochmal drauf drücken und nochmal 3 herstellen. Und jetzt müsste ich doch, ja, den Betäubungsfall herstellen können. Ha! Es ist so schön. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab 4 Stück. Ich weiß nicht mal, ob das viel ist. Ich glaube nicht. Noch eine Bogen für Spidissel. Nur ein Pfeil? Feuersteine fehlen. Kannst du mir welche geben? Du hast aber schon welche. Ich kann dir ein bisschen was holen. Warte. Ey, das ist so krass. Es ist wirklich krass. Was denn? Geh mal in Klumpis Inventar. Ja. Und zieh dir mal rein, was sein momentanes Gewicht ist. Okay. Inventar öffnen. 247 von 550. Ja, und der und hat schon mal, so viel. Schon ja, ja. Ja, es ist richtig. Wir haben gerade mal 160. Geh nochmal die Steine rein. Kannst du mir die. Achso, dann nehme ich es mal, ne? Ja, genau. Ich konnte es dir da rausnehmen. Ich habe die extra da reingelegt. Danke. So, aber so langsam müsste. 44 Pfeile könnte ich herstellen. Lel? Lolo? Lelo Malello? Ja, ich bin fertig. Ich habe alles für dich. Juhu. Willst du kommen? Willst du mal riechen? Ja, warte, ich bin hier gerade noch ein bisschen am Sammeln, damit sich die Tour lohnt, wenn ich gleich mit Klumpi wieder zurückkomme. Holzdach kann man mal rausholen und schon mal ein bisschen dann da hinlegen, ne? Und ich werde jetzt auch hier die Barrikade mal irgendwo hinstellen. Warum? Warum nicht? Lass uns doch lieber planen. Ja, aber wo? Weil die Barrikade bringt doch gerade momentan absolut nichts. Ja, außer wir wüssten, wie wir das weiter ausbauen, ne? Ja, yeah, das wissen wir halt nicht. Müssen wir gucken, Menil. Lass uns noch nicht voreilige Schlüsse ja, ziehen. Ja, lass ja, uns ja. das planen. Okay. Ich gucke aber mal, wie teuer so ein Steinboden wäre, ne? Ja, ja, guck mal. 40 Holz, 80 Stein, 30 Stroh. Klingt gar das ist ein bisschen nicht so viel. Teuer. Doch, richtig krass. Na, dadurch, dass wir jetzt super Klumpi haben. Und sonst bauen wir mehr Holz. Ja, ja, können wir lernen. Okay, gelernt. Okay, wo soll ich das hinbauen? Lass mich mal kurz überlegen, warte ich. Ah! So, ich komme nicht an die blöde Kiste. Ach so. Genau, da dran bauen geht nicht, das habe ich schon verkackt. Dann muss ich jetzt eigentlich, wir können ja hier so eine Art, ja, also irgendwie mit einer Mini-Treppe dann da runter, das würde gehen. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Kann ja nur schief gehen. Was probierst du? Guck hier. Nee, warte. Dann können wir so einen kleinen Übergang bauen. Ja, es wird gehen, hier. Schau mal. Boah, ist das krass. Kann man, ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Treppe. Sonst. Ah, nee, man kann hier hochlaufen. Laufen? Okay. Ja. Hä? Aber es klippt so nervig. Wow. Ja, ja ich hätte jetzt eigentlich gesagt, hier vorne hin. Dann, ja, lass es aber nicht jetzt machen. Lass mal gucken, dass wir wen angreifen. Ach so, ja, okay. Hier, ich gebe dir was. Komm mal her. Einmal einen leckeren Bogen für dich. Ob 7 Pfeile reichen, ich weiß ja nicht. Das werden wir sehen. Hast du noch Fleisch? Nee, ne? Nee, nee. Wir müssen jetzt hier an der Küste mal gucken, wo okay. wir vielleicht ein Opfer finden. Ich weiß echt immer nicht. Ach, warte mal. Ein Bewegungsgeschwindigkeitslevel bringt ja nur 1,5. Ja, aber ich die Leute meinen, das ist sehr wichtig. Echt? Ja, weil du dann vor bestimmten Dinos erst flüchten kannst. Ich glaube, da hinten ist noch ein Klumpi. Einer für mich? Ja, und den nennen wir dann Edgar. Okay. Klumpi und Edgar. Weil, da ist sogar ein Triceratops. Aber können wir denn ihn hier mit einem mit einer Bohle angreifen? Oh, nee, ich muss, ne? Oh, ah, oh warte hier. Ach ja, okay. Warte, dann gehen wir hier drauf und dann böller ich da jetzt rein. Einmal ziehen und Feuer. Nie auf den Kopf bei dem. Ach so, stimmt. Hier, aber bringt das was? Oh, 25, was? Ja. Oh, shit. Was geht denn mit ihm ab? Oh Gott, er kommt doch hoch. Ja, ich habe ihn nochmal, ich habe keine Betäubungsfalle mehr. Langsam. Es wirkt. Oh nein. Oh Gott, ist der böse? Reicht das Au. Nicht? Das scheint nicht zu reichen. Wir müssen nochmal, aua, nachhelfen. Wir, notfalls schießen wir mit Stein. Ja, aber dann stirbt der. Nein. Ich schieß mal ein bisschen. Ich nehm ein bisschen Knüppel. Ich nehm den Knüppel. Ja, genau, er läuft auf mich zu. Ja, ich nehm den Knüppel. Oh, das ist schön. Ja, genau, ich mach echt nicht viel Schaden. Aber ich geh mal schön an die nah dran. Er liegt. Ja! Lol, aber wer ist, achso, Rentner. Alles gut, okay. Alles gut. Oh. Hast du noch ein paar Schnutschobeeren? Ja. Leg einfach rein. Okay. Er braucht kein Fleisch. Achso, nicht? Nee, oder? Ich glaube, der braucht Fleisch. Nee, braucht er nicht. Zähmung 2,4%. Hast du gerade gehauen? Ja, ja. Respekt, Schelle. Weißt du, ich pack dir jetzt einfach noch Fleisch rein. Komm, isst doch alles. Nimm einfach alles. Ja, er isst auf jeden Fall irgendwas. Wollen wir schon mal Holz reinlegen? Guck ihn dir mal.
Aber können wir den überhaupt reiten? Haben wir dafür das Engramm? Warte mal. Ja, das also ich weiß, dass man das ja, lernt. Ich hab's Level 16. Gelernt. Ich lern's auch mal. Ist ja mein Edgar. Ach, 140 Leder brauchen wir. Ja, toll. Ich hab hier schon 39. Ich habe 75. Okay. Kannst du mir mal kurz leihen? Ja, hab ich dir hingeworfen. 32 Leder fehlt. Ja, vielleicht haben wir noch was in der Basis. Nee, haben wir nicht. Heißt, wir sollten jemanden umbringen. Sollen wir den hier töten, den Rentner? Ja, ist ich hab Frage, Bolas. Ob wir das schaffen. Es wäre blöd, wenn wir halt... Ja, aber ich habe eine Bola, ne? Und das müsste bei ihm ja gehen. So groß ist der nicht. Das könnte unser Tod sein, aber egal. Und Bola geworfen. Ja, es geht. Liegt der da jetzt? Egal, oh, einfach rein. Meine Dingens ist kaputt gegangen. Oh nein, ja, mach eine neue. Oh, ich kann sie nicht reparieren. Er bleibt einfach da stehen. Was bist du denn für ein Ehren? Ja, weil er von Brudi. Der Bola angefallen ist. Ja, aber es sieht nicht so aus. Oh, meiner ist auch kaputt. Ja, ich brauche Holz. Ich baller einfach rein. Ah ja, gut. Er ist down. Axt. Oh mein Gott. Wir haben genug. Oh, wie effektiv. Also ich muss auch sagen, wir sind in der heutigen Folge... Alles also, mit Erfolg gekrönt. Alles. Ja. Unser Leben. Bitte ein Leder für meine Steinschleuder. Hier, einen, ja. Aber teile dir das bitte gut ein. Okay, danke. Meinst du, es hätte auch ein Betäubungsfall gereicht? Ich weiß es nicht. Dass es einfach eine Wirkzeit braucht? Ich glaube schon, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass er hier so 3 oder so braucht, aber nicht 7. Nur wir hatten halt Angst. Ja, viel Angst. Hallo, Herr Pelikan. Oh. Hä? Au! Oh nein. Ich mache eine Bola. Der klaut was. Wir sind wieder im Ghetto. In unserer Heimat. Na komm her. Ah, ich will sicher gehen, dass ich treffe. Ich habe echt Angst, einfach nicht zu treffen. Ich habe nur noch eine. Jetzt komm doch mal zu mir, du ekelhaftes Ding. Boah, geiler Treffer. Aber wir können auch einfach so anböllern, ne? Ich glaube, ich werf einfach. YOLO. Ich weiß halt nicht, wie die Flugkurve... Okay, die Flugkurve ist auf jeden Fall eine andere, als ich erwartet hätte. Dafür seht ihr... Oh, ja. Ja. Edgar ist da. Komm her, Edgar. Hilf uns bei dem Vogel. Sehr gut, Edgar. Greif ihn an. Pff, einfach unsere Steine gegen sein Gesicht. Los, Edgar. Ja, ja. Zack, Alter. Oh. Direkt kassiert hat er. Wie viel hält er denn aus? Den sollten wir mal zähmen. Ich habe keine Steine mehr. Und Edgar rennt dumm hinterher. Ja, komm, lass uns zurück zum Lager gehen. Ja, aber der ist fast tot. Glaub mir. Ist doch egal. Willst du ihn nicht umbringen für das, was er dir angetan hat? Der hat mir nicht gesagt, doch, getan. Der hat uns eine Bola geklaut. Dein Aim hat uns eine Bola geklaut. Nee, der hat mir das aus dem Inventar gesnackt. Okay, ja, dann lass weiter. Komm mit, Edgar. Ach, Edgar. Dieser verkackte Vogel. Du und deine Vögel. Die lieben dich einfach. Das Einzige, ich bin einfach nur ein bisschen nah an ihn rangegangen. Ja, reicht schon. Dann wollte er direkt Checkpoint machen. Er kommt. Er will mich. Er hat meine Waffe. Als ob. Er hat meine Waffe aus der Hand gehauen. Ja, das machen die von Zeit zu Zeit. Kennt sich aus. Oh Gott, da ist ein Krokodil. Oh nein, wo? Hinter mir. Was ist das denn? Lass uns einfach laufen. Krokodile sind viel zu krank. Lauf. Oh nein, Edgar. Nein! Warte, wir müssen Edgar helfen. Lauf doch. Ja, ach Gott, renn einfach, Edgar, bitte. Warte. Einfach nur laufen. Nimm deinen Betäubungspfeil. Ich hab keine mehr, er greift ihn echt an. Nein, warte, ich muss... Ich nimm den Betäubungspfeil. Meine Axt ist auch kaputt, das ist nicht wahr. Ich hab einmal getroffen. Nice, du hattest doch welche. Nein. Nein! Den werden wir umbringen. Du bist das Grün. Ey, das war so... Oh Gott, er kommt. Hilfe. Schieß ihn einfach nur noch an. Das kann er nicht machen. Mann. Das kann er doch nicht machen. Er greift... Oh Gott. Ey, wenn er Edgar so schnell gekillt hat, ich will nicht wissen, wie schnell ich down bin. Ich muss kacken. Oh Gott. Nein. Nein, hab Erbarm. Ich bin... Oh Gott. Was ist das denn? Warum? Er ist tot. Du bist doch der Größte. Du bist echt ein Haufen Scheiße. Ich jetzt? Oder? Oh Mann, ey. Nein, dieses Vieh. Ein bisschen möchte ich dir... Nein. Doch, kannst du. Wir sind ein Team. Nein, wir sind ein Team. Du kannst es. Es war blöd. Du hättest zwar einfach laufen können, aber es... Fehler sind menschlich. Oh, der hat Items gehabt. Der hat einen Speer? Der hat jemanden mal gegessen. Ja, einen Typen, den er Pfeile. Gegessen hat. Ah ja. Oh. Ja gut, dann war das halt nicht so erfolgreich. Aber wir wissen genau, was wir machen müssen, um das nochmal zu wiederholen. Ach, Edgar. Ich konnte dich kaum kennenlernen und jetzt bist du tot. Oh Mann. Soll ich mir jetzt Leder von ihm holen oder ich hole mir mal Leder? Danke, Edgar. Wirklich sehr großzügig von dir. Wir holen bald einen neuen, Leute. Wir holen bald einen neuen. Okay.
Dann bewertet den Part, schaut am besten noch in die Videobeschreibung, da ist Paluten sowie noch andere spitzenmäßige Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal, tschüss, bis dann!